schauen wir uns das mal an. Okay. Die Aufgabe ist dieses Mal, es sei f eine mindestens einmal differenzierbare Funktion von r nach r. Und diesmal sei sie ausnahmsweise nicht linear. Ja, das heißt also, wir stellen uns hier eine nichtlineare Funktion vor. Und gesucht ist eine Nullstelle x quer von f. Okay, erstmal, ich betrachte das Ganze hier nur eindimensional. Man kann das Ganze genauso, wie ich es mache, auch in n-Dimensionen hinschreiben. Aber ich denke mal, man gewinnt keine zusätzliche Einsicht und soll das hier einfach mal für die reellen Zahlen reichen. Okay, die Idee beim Newton-Verfahren ist die, die wir jetzt bei Gauss und bei verschiedenen anderen Sachen schon ein paar Mal gesehen haben. Nämlich, so nichtlineare Funktionen sind schwierig zu behandeln. Und wenn wir das nicht können, dann betrachten wir doch statt der nichtlinearen Funktionen einfach die Tangenten, also die Linearisierungen dieser Funktionen. Und genau das ist die Idee des Newton-Verfahrens. Und zwar nehmen wir mal an, wir kennen die Nullstelle x quer, die wir suchen, nicht genau, aber wir kennen eine Näherung x daran. Okay. Statt einer Nullstelle von f linearisieren wir einfach, statt eine Nullstelle von f zu suchen, linearisieren wir unsere Funktion f einfach. Das heißt also, wir ersetzen die Funktion durch die Tangente im Punkt x und f von x an die Kurve f. Okay, hier, das ist die Situation. Also das Rote hier vorne ist unsere Funktion, unsere nichtlineare Funktion, von der wir die Nullstelle suchen. Wir kennen eine Näherung x hier unten, das sei diese hier. Und die Tangente, naja, die geht erstmal durch den Punkt x, f von x hier vorne, das ist der Punkt hier. Und diese Steigung hier vorne, das heißt die Steigung f' von x. Okay, wir ersetzen praktisch unsere Funktion durch diese Tangente. Dann ist das eine Gerade, da können wir natürlich die Nullstelle bestimmen. Das heißt also den Schnitt hier vorne mit der x-Achse, das wäre hier vorne. Ja, und diesen Punkt nennen wir x-Schlange und dann sehen wir, naja, also dieses x-Schlange hier unten, ich sollte das vielleicht mal ein bisschen vergrößern, naja, auf die Idee hätte ich vorher kommen können. Also hier ist unser x, ja, da ist unser Punkt x, f von x, hier vorne ist unser Punkt x-Schlange, also der Schnittpunkt der Tangente jetzt mit der x-Achse. Naja, und hier ist der Punkt x-Quer, den wir eigentlich suchen. Und da sehen wir, naja, in diesem Fall ist tatsächlich jetzt das x-Schlange deutlich näher dran an dem x-Quer als vorher das x. Das heißt also, meine x-Schlange wäre in diesem Fall eine bessere Approximation für die gesuchte Nullstelle x-Quer als das x, das wir vorher hatten. Okay, das heißt also, wir können eine Näherung für eine Nullstelle, die wir haben, mit diesem Verfahren verbessern. Zumindest mal in unserer Idee hier und zumindest mal in diesem Beispiel hätte das tatsächlich funktioniert. Und erstmal rechnen wir jetzt erstmal aus, wie können wir dieses x-Schlange denn nun tatsächlich bestimmen. Also wir haben diese Situation von hier oben, das heißt also wir haben eine Näherung x und wir suchen erstmal die Tangente an f durch den Punkt x, f von x. Und die Tangentengleichung da ist sofort y von t gleich f' von x mal t minus x plus f von x. Ja, die geht durch den Punkt x, f von x und die Steigung ist f' von x, also ist das hier tatsächlich die Tangente. Okay, für welches t hat man dann tatsächlich hier eine Nullstelle? Na, ich setze die linke Seite 0, bringe das f von x rüber, f' von x auch noch und ich stelle fest, dass t ist gleich x minus f' von x hoch minus 1 mal f von x. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, warum schreibe ich nicht einfach f von x durch f' von x? Naja, es stellt sich heraus, tatsächlich diese Gleichung, die hier steht, die hat tatsächlich auch für Funktionen f vom r hoch n in den r hoch n Sinn. Dann ist dies f' von x hier vorne die Jacobi-Matrix und dann macht das Teilen hier relativ wenig Sinn. In dem Fall schreibe ich hier vorne die Inverse hin. Ja, also das heißt, das wäre dann genau dieselbe Definition. Auch im r hoch n würde man dann einfach hier benutzen. Okay, gut, da habe ich jetzt also eine Möglichkeit gefunden, eine Näherung x einmal ein bisschen zu verbessern. Und dann wäre natürlich sofort meine Idee, naja, dann mache ich doch ein iteratives Verfahren daraus. Das ist dann eben das Newton-Verfahren.
Okay, zunächst mal, ich wähle mir ein x0 aus R und definiere mir mein xk plus 1 als, naja, genau diese Näherung, die ich durch dieses Verfahren oben gewonnen habe, nämlich xk plus 1 gleich xk minus f' von xk hoch minus 1 mal f von xk. Okay, das heißt also, nach unserer Idee von vorhin sollte das xk plus 1 etwas besser sein als das xk und im Optimalfall würde das xk gegen unsere Nullstelle x quer, unsere gesuchte Nullstelle x quer konvergieren. Okay, schon mal im Vorhinein, weil ich das in Prüfungen eigentlich immer falsch höre oder ganz häufig falsch höre. Einfache Frage, wird dieses Verfahren immer konvergieren? Und die Antwort darauf ist, ja, wenn man die Tangente anlegen kann und wenn es immer so einen Schnittpunkt hier vorne gibt, dann konvergiert das Verfahren. Das kann doch schon von der Idee her, die ich Ihnen gerade gesagt habe, eigentlich überhaupt nicht sein. Wir haben angenommen, dass wir die Kurve, die Funktion, durch die Tangente ersetzen können. Damit das der Fall sein kann, müssen diese Kurve und die Tangente auch irgendwas miteinander zu tun haben. Ja, und denken Sie mal, ich wäre hier vorne an einer völlig falschen Stelle. Wir suchen diese Nullstelle hier vorne und mein Punkt X, meine Näherung, ist irgendwo hier hinten. Ja, dann, wenn ich da die Tangente anlegen würde, die hat mit der Funktion überhaupt nichts zu tun hier vorne in diesem Bereich. Das heißt, man wird vermuten, wenn ich mit einem völlig falschen x0 anfange, dann hat die Tangente mit der Funktion, also zumindest in der Nähe dieser gesuchten Nullstelle, überhaupt nichts zu tun. Und das heißt, das wird auch nicht funktionieren. Da werde ich keine Nullstelle bekommen. Das heißt, das Ganze muss irgendwie davon abhängen, dass meine erste Näherung nicht so ganz falsch ist. Denn wenn die falsch wäre, dann würde ich sofort immer weiter weggehen. Okay, aber das ist jetzt erstmal nur die Idee. Wir ahnen schon, es wird nicht so sein wie bei den linearen iterativen Verfahren, dass man anfangen kann, wo man will und am Ende kommt man immer bei der Nullstelle raus oder bei der Lösung des Gleichungssystems daraus. Sondern wir werden tatsächlich irgendeine Bedingung an das x0 bekommen und das ist genau das, was der Konvergenzsatz, den wir gleich besprechen werden, tatsächlich aussagt.